Nachhaltigkeit ist so ein Wort, das im Augenblick alle benutzen. Ich höre das immer wieder. Und dennoch können so viele gar nichts damit anfangen. Was bedeutet das denn für Jeanette Hein? Nachhaltigkeit bedeutet natürlich einfach das Hier und Jetzt. Es bedeutet aber auch, dass man sich verwurzelt und es bedeutet, irgendwie in den Himmel wachsen zu können. Und Nachhaltigkeit bedeutet einfach, glaube ich, dass man das, was man, der Moment, in dem man lebt, aber auch womit man sich beschäftigt, dass alles irgendwo, dass man es schätzt, dass man es achtet, was auch immer es ist. Und wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo alles sehr schnelllebig ist, wo vieles verloren geht. Und einfach was zu halten und auch sich zu wissen, woher kommt das und wohin geht es und was mache ich damit und wie kann ich es bewahren, das finde ich, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Grundgedanke in unserer Zeit. Hier geht es ja um die Technologien, die grünen Technologien. Da ist ja viel bewahrt worden, auch viel gedacht worden. Wo sagen Sie, das ist wirklich toll, das haben die vorangetrieben in den letzten 4, 5 oder 10 Jahren. Das wird unsere Zukunft verändern. Also ich glaube, dass die erneuerbaren Energien etwas sind, die Atomkraftwerke langsam ablösen. Das hoffe ich auch sehr. Und ich denke mir, dass man einfach begriffen hat, dass die Natur sehr großzügig uns vieles ermöglicht und dass die Natur auch unsere abstrusesten Träume und Vorstellungen, Fantasien ermöglicht des Menschen und dass sie auch uns dafür ihre Ressourcen zur Verfügung stellt, die wir aber natürlich sehr sinnvoll und auch so nutzen können, dass wir die Natur nicht ausbeuten, sondern dass wir eben die Kraft, die sie hat, nutzen, also Windenergie, Solarenergie und so weiter. Es gibt ja hier so eine Elektroautos, die ja viele der Gäste herfahren. Wenn die bremsen, dann gewinnt der Energie. Das kann man noch nachvollziehen. Wenn Sie jetzt so einen grünen Wunsch hätten, irgendwas, was vielleicht gar nicht, noch nicht erfunden worden ist, gibt es da was aus dem Alltag, wo Sie sagen, Mensch, wenn das irgendwie viel ökologischer ginge, wäre das toll? Ein Handy, das irgendwie von selbst mit Windpropeller oder... Naja, oh Gott, das bin ich immer ganz schlecht in solchen Fragen, aber ich denke mir, dass es alleine, also ich glaube, dass man einfach, wie soll ich sagen, dass es einfach klar ist, was man benutzt, also dass man kapiert, was Wasser ist, also dass man einfach sich mehr Gedanken macht über alles, was man wieder benutzt, aber was so automatisch funktioniert, keine Ahnung. Ich finde manchmal, dass wir so komplett übertechnisiert sind, ja, dass man auch ab und zu mal wieder den Stecker ziehen sollte, aber beim Opel Ampera zum Beispiel jetzt, da finde ich das natürlich genial, wenn die Quellen auch erneuerbare Energien sind, dass man da wirklich nochmal ein Auto fährt, was so phänomenal leise ist und was eben emissionsfrei ist und das ist großartig. Also jetzt, wenn wir, und ich liebe Autofahren, also ich würde, und das ist auch so ein Punkt, ich würde das gar nicht gerne aufgeben wollen, die individuelle Mobilität und Freiheit, aber da ist eben so ein Weg auch ganz, ganz großartig und neu und toll und das gefällt mir gut. Jetzt sehen Sie natürlich ganz toll und fantastisch aus, muss man auch mal zeigen. Vielen Dank. Was erwarten Sie von dem Abend heute? Ich wollte noch kurz was zu dem Kleid sagen, sehr gern, was Ihnen gefällt. Die Andrea Schelling aus Berlin hat das Kleid aus Transportsäcken gemacht, aus Polypropylen. Das ist recycelt. Das sind Transportsäcke, die wieder gewaschen worden sind und daraus hat sie dieses Abendkleid gemacht, passend für diesen Abend. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz loswerden. Toll. Also, dann ist das schon das Highlight auf jeden Fall. Vielen Dank und bis später vielleicht. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss, danke.